So, in der letzten Folge ist ja zum Ende hin diese Tür da aufgegangen, nachdem wir das Rätsel hier gelöst haben und den Code geknackt. Hier in Alone in the Dark mit dem alten Mann, der sich jetzt fragt, was hier los ist. Was ist hier wieder? Wo sind wir denn jetzt? Sind wir in der Kirche? Wir sind wieder woanders, auf dem Friedhof. Wir haben... Ich wusste es. Ich wusste, es würde funktionieren. Du wirst hierbei richtig gut, Colby. Vielleicht sogar zu gut. Der durchdringende Gestank eines überfluteten Friedhofs traf ihn unvorbereitet. Es war einer der Hinweise, der Detective Carnby klarmachte, dass dies kein realer Ort war. Es war ein albtraumerweckender Ersatz für die Wirklichkeit. Aus Jeremys zerschlissenen Erinnerungen zusammengestoppelt. Deswegen nutzte man flutsichere Begräbnisstätten, dachte er, und machte sich auf die Suche nach der Kapelle, die Jeremy erwähnt hatte. Gott. Wir hören sie schon, ne? Mir fehlt jetzt die Scannersicht. Ja, ist ja gut, Handy. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Irgendwo ist hier was. Irgendwo liegt hier auch was. Bestimmt. Und ich renne dran vorbei. Da bin ich mir ganz sicher. Da können wir reingehen. Hier ist schon mal eine Ablenkung. Ich will aber, bevor ich dahin gehe, hier nochmal lang kriechen. Nur die Ablenkung. So, okay. Nein, falsch. Ja, richtig. Hier kann ich jetzt speichern. Gut, dann machen... Oh, ich hab... Ich nehme mal den Ältesten hier, ne? Die Ablenkung. Da ist was. Ich gucke aber vorsichtshalber erstmal um die Ecke. Gehen wir erstmal hier lesen. Die Familiengruft der Hartwoods. Emilys Familie scheint ja in New Orleans tiefere Wurzeln zu haben, als ich dachte. Und ich hatte sie für einen Yankee wie mich gehalten. Ich kann hier lang. Ich weiß nicht, ob ich schleichen muss. Ich weiß es nicht. Aber ich bin vorsichtig. Ich denke mal, da werden jetzt welche rumkrauchen. Und hier können wir dann eventuell den Stein gebrauchen. Der Nebel sieht schick aus. Ich brauche noch gar keine Ablenkung, die kommt erst noch.
die Not dazu. Hier geht's auch noch weiter. Will nur gucken, ob hier irgendwo was ist. Hier ist wieder eine Ablenkung. Da ist eine Verschleichung. Da geht der Weg weiter. Dann gehe ich aber erstmal zu dieser Tür oder zu dieser Scheibe. Wahrscheinlich müssen wir erst wieder die Zahlenkombination finden oder das hat gar nichts zu bedeuten. Da kann ich reingucken oder was ist das? Na, was haben wir denn hier? Eine hohle Tür. Da fehlt etwas. Ein Schlüssel. Was haben wir da? Der Segen. Öffnen. Eine altmodische Platte verziert mit Was ist das? Ach, warte mal. Hab es. Aha. Hier geht's auf jeden Fall weiter, ne? Ach, guck mal, hier wären wir nicht weiter gekommen. Ich habe ja gespeichert, ne? Ich gehe jetzt nochmal zurück. Die Axt merken wir uns. Ich hoffe, dass die Tür nicht zugeht und wir wieder den Schlüssel brauchen, den wir dann nicht kriegen. Die Firma was gucken. Aha. Hier ging es doch auch weiter. Hier ist eine Truhe. Schrotflintenmunition. Ach, mehr ist hier nicht. Oh. Ah! Die geht nicht kaputt, ne? Ja, okay. Das nehmen wir denn so. Nehmen wir denn so hin. Weil ich die Schrotflintenmunition gesammelt hatte oder weswegen? Hm. Jetzt geht's. Geht doch kaputt. Hä? Das ist manchmal ein bisschen Waffen. Bisschen blöd gemacht, ne? Das ist ein dicker Hammer. Der ist auch gut. Ist hier irgendwas drin? Da ist nochmal eine Ablenkung. Immer alle Ecken begucken. Für die Kapelle brauchen wir auch wieder was Komisches. Ich sehe das schon. Oh, ein Nachlader. Es war die Kapelle, über die Jeremy in seinem Buch geschrieben hatte. Mit ein bisschen Glück würde Carnby den alten Mann bald eingeholt haben. Er musste nur einen Weg in die Kapelle finden. Jeremy hat diese Kapelle in seinem Buch skizziert. Sie muss also wichtig für ihn sein. Aber offenbar brauche ich mehr Medaillons, um sie zu öffnen. Ich glaube, mir fehlt noch etwas. Na, ich kann es noch nicht nehmen. Wir müssen Medaillons suchen. Wir können zum Beispiel hier lang gehen. Wir müssen noch so eine... Was denn? Das war doch nur ein Vogel. Da hinten geistert er schon.
aber ziemlich schnell kaputt, die Items, ne? Hier ist nur der. Da ist keiner. Der ist da hinten. Das sind zwei so eine, ne? Ich könnte mich hier verstecken. Scheiße. Scheiße. Ich dachte, da wäre noch was, aber das ist auch nur wieder ein bepullerter Stein. Wir haben die hier übrigens, ne? Immer noch keine Scheibe entdeckt. Fällt mir gerade so auf. Wir brauchen drei. Hier sind aber ganz schön viele, ne? Das ist eine Ablenkung. Hier ist eine neue Waffe. Die hat auch keine Scheibe. Krieg gleich eine Scheibe hier. Na gut, das ist jetzt nur der eine Weg, den wir hätten gehen können. Wir werden ja mehrere haben. Eigentlich habe ich A gedrückt. Meine Fresse. Oh. Dass diese Triggerpunkte immer verschwinden müssen. Toll. Und jetzt? Hier ist nichts weiter, ne? Das sieht mir nach einem Molotow aus. Hier ist eine neue Schaufel. Wo ist denn so eine olle Scheibe? Meine Fresse. Ist der Typ da hinten. Hier sind zwei Räumlichkeiten, wo man rein kann. Dann nehmen wir erstmal die. Gehen wir erstmal in dieses Gebäude. Ist wieder eine Ablenkung. Hier geht's runter. So wie da hinten auch. Nichts. Da ist eine Scheibe.
Ist er weg? Ja. Da, ein Vogel. Ich vermute mal, wir kommen bei der anderen Kapelle dann wieder raus. Drehe, drehe, drehe. Hier ist aber keine... Das ist hier, ne? So. Und jetzt, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Hier vielleicht? Hier sind wir vorhin nicht reingekommen, ne? Hier ist eine Leiter. Na toll. Sonst nix. Keine Sache irgendwie, die man sammeln kann. Ich bin enttäuscht. Also dieses Update, was heute kam, das war mehr als notwendig, wie man sieht. Das hätte ich ja alles gar nicht machen können. Der kleinste Fehler reicht oder der nächste Bug und dann hat man wieder Pech und kann wieder von vorne anfangen oder wie. Hier brauche ich die zwei Scheiben, um rauszukommen. So. Ach so. Ja, wie drehe ich die denn jetzt? Medaillon auswählen. Ach so, so kann ich die drehen. Das kann so nicht stimmen. Warum kann das so nicht stimmen? Ach so. Deswegen kann das nicht stimmen. Erstmal verstehen, wie das geht. Vogel ist oben. Batterie scheint ja ewig zu halten. Gott sei Dank muss man hier nicht Batterien suchen, so wie in Corona. Broom! Einfach zu viel. Ich muss weg hier.
Was ist denn jetzt los? Schießen tut er auch nicht. Macht keinen Spaß. Macht echt keinen Spaß so. Ich dachte, man kann durchlaufen, aber nein. Man bleibt dann irgendwo hängen und dann ist gut. Geht gar nicht. Gib nur. Ich muss weg hier. Gib doch nur den einen Weg. Ach, jetzt komme ich dran vorbei. Arschlochspiel. Meine Fresse, krieg ich einen Herzkasper hier. So ein Blödsinn. Das ist leicht, ne? Unbedingt auf schwer spielen. Vollkommen unnötig war das. Na, was haben wir denn hier? Gar nichts vorbei. Ach, das ist ein Kombi hier hinten raus. Das war nur eine Runde. Hier sind wir vorhin lang gegangen. Von da sind wir gekommen. Ich will nur gucken, ob hier noch irgendwo was liegt. Aber tut's nicht. Gut. Wir sollen in die Kapelle. Das war ja ein bisschen nervig. So, jetzt hängt die eine Tafel da drin. Guckt euch das mal an. Ich habe schon wieder den nächsten Bug. Ich speichere trotzdem mal. Halt. Den hier nehmen wir, ne? Doch kein Bug. Gut, der Vogel ist oben. Ich sehe hier gar nicht durch. Hier sind gar keine Markierungen, ne? Hier. Ah, ich verstehe. Warte. Mann. Das passt irgendwie nicht. Nee, das passt auch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, ne, diese Ringe, dass ich das überlappen muss. Aber hier passiert ja nichts. Das kann so nicht stimmen. Nee. Das macht so keinen Sinn. Aber warte mal. Ich habe mich verdrückt. Das kann so nicht stimmen. Ich...
Ich versuche die Hand da oben hinzukriegen, du. Oh, meine Güte. So. Scheiße, ich wollte Pause machen. Wir lichten da. Und wer bitte ist da? Nicht anfassen. Jeremy. Was machen Sie hier? Alle suchen nach Ihnen. Ich weiß, es ist alles so ein Chaos. Niemand versteht es. Ich will doch nur das Böse fernhalten. Nur noch ein bisschen länger. Sie müssen mit mir zurückkommen. Ihre Nichte wartet in The Shadow. Emily? Warum ist sie... Mein Brief. Ich mache es nur noch schlimmer. Was geht hier vor, Jeremy? Wie kann das alles passieren? Ich habe jemandem etwas Schreckliches versprochen. Der Schattenmann. Wer ist er? Nein, 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 sagen Sie nicht den Namen. Er kann uns hören. Er belauscht uns ständig. Jeremy, ich muss verstehen, was hier vor sich geht. Ich habe ihm alles versprochen. Wenn die Sonne aufgeht, werde ich für die Ewigkeit in seinem versunkenen Wüstentempel angekettet werden. Aber wenigstens wird das Böse, das in der Seto erwacht, niemandem außerhalb dieses verfluchten Orts schaden. Sie reden Unsinn, Jeremy. Ich will Ihnen helfen. Sie können gar nichts tun. Was soll dann all das mit Haroeia? Warum wollten Sie dorthin? Ich kann da nicht hin. Ich darf nicht. Aber Sie wollten dorthin. Kann ich hin? Reden Sie. Kann ich so diesen Pakt brechen, Ihr Versprechen? Gibt es dort was, das helfen kann? Warum machen Sie mir Hoffnung? Das ist grausam. Okay. Offenbar sind wir etwas auf der Spur. Was sollte ich... Achtung! Hinter Ihnen! Rennen Sie! Er darf Sie nicht kriegen! Oh. Hä? Sie liegt jetzt hinter ihm im Bett. Mein und alles. Ich habe in der letzten Zeit so viele seltsame Vorkommnisse gesehen. Erinnerungen drängen sich in die Realität und brennen dann aus wie müde Glühdrähte in elektrischen Lampen. Traumlandschaften stürzen von den Sternen herab und versinken im Meer. Türen, die ins Nirgendwo führen und zugleich überall hin. Bei all dieser Träumerei wollte ich daran glauben, dass es eine Chance gäbe, dass du einen Weg finden könntest, am Leben zu bleiben. Einen Weg, den ich nicht sehen kann. Genau wie ich gelernt habe, mit meinem Talisman zu navigieren, kanntest du vielleicht mit all deinem Wissen einen Weg. Einen Weg, mich wiederzufinden. Vielleicht in Taroea. In Liebe, Jeremy. Was haben wir hier gefunden? Ein Kofferschlüssel. Wir haben seinen Kofferschlüssel. Das ist der Kofferschlüssel von Jeremy. Ja, und da liegt sie. Wir gucken uns das alles in der nächsten Folge an, ne? Ich sag dir mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.